Leute, willkommen zum neuen Video und ja, heute versuche ich euch einfach mal die Grundlagen vom InDesign beizubringen. Viel Spaß beim Video! Am allerwichtigsten sind die Schoner. Da habe ich einmal Knieschoner für die Ellenbogen und ganz wichtig sind für mich die Handschoner, weil ich ganz oft auf die Hände fliege. Auch für die Anfänger ist es ganz wichtig, erstmal Schoner zu tragen, falls ihr hinfällt, damit ihr euch nicht verletzt. Die Schoner müssen ganz eng sein, dürfen nicht runterrutschen oder so. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ganz viele Leute wissen nicht, wie man diese Handschoner anzieht. Deshalb zeige ich es euch heute einfach mal. Und zwar geht ihr zuerst mit dem Daumen in dieses Loch rein. Und dieser Haken muss innen sein. Und dann einfach nur noch verschließen und dann seid ihr fertig. Als nächstes geht's ans Fahren. Und ich habe mich am Anfang erst hingesetzt und habe das dann versucht, im Sitzen zu üben. Und zwar müsst ihr mit den Füßen sozusagen nach außen wischen, den Boden sozusagen putzen. Und ja, wenn ihr es ganz gut könnt, könnt ihr das dann auch schon am Fahren den machen, wollte ich sagen. Und ja, hier seht ihr das auch noch einmal. Und ja, wenn ihr das dann gut könnt, dann geht's auch schon ans Zweite. Und zwar geht's ans Bremsen. Ja genau, das ist eigentlich ganz einfach und ihr müsst den Fuß einfach hoch machen und dann merkt ihr auch schon, wie der Fuß gebremst wird. Jetzt macht ihr das Ganze im Stehen, haltet euch dafür fest. Und zwar schiebt ihr euch nach vorne und bremst dann. Also schiebt euch nach vorne und bremst dann mit dem Fuß. Übt das so lange, bis ihr es könnt. Wenn ihr das dann ganz schön gut könnt, kombinieren wir die ganzen zwei Schritte. Und zwar versucht ihr anzufahren. Und dann bremst ihr, also das heißt anfahren und dann bremsen, aber haltet euch immer noch gut dabei fest. Jetzt sind wir auch schon beim letzten Part angekommen und ja, ihr müsst euch einfach, fahrt einfach an und dann müsst ihr bremsen. Also anfahren und bremsen. Wenn ihr es gut könnt, dann habt ihr es auch eigentlich bis dahin schon mal geschafft. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt und bis bald. Tschüss!